So, mal ein bisschen testen. So, folgendes. Ich habe es jetzt geändert, dass die Erfahrung, die man bekommt, basiert rein auf der Seltenheit des Fisches. Also wenn da jetzt 140 Fische im See sind hier, sind ungefähr 140, und 27 davon sind ja nicht Bachforellen, ne? Dann kann man auf meinem Level, ich bin Level 15, das heißt, ich kann maximal 150 Erfahrung für den Fisch bekommen. Ja. Und das ist dann 150 multipliziert mit der Anzahl der Fische im Gewässer dieser Sorte und geteilt durch die Gesamtanzahl der Fische, also einfach das Ratio oder das Verhältnis von der Spezies hier im Wasser und der Gesamtanzahl der Fische, also wie viele davon, mal der maximalen Erfahrung, die ich in meinem Level bekommen kann, was 150 ist. Einfach mein Level mal 10. So. Bin hier reingezoomt? Ne, irgendwie ist meine Kamera komisch. So hoch hier. Das Ding zu hoch hingestellt. So, jetzt gucken wir mal. Wir kriegen mal ganz kurz. Kurz mal aufs andere Log schalten, dass ich das lesen kann. Manchmal spammt der aber auch das Log voll, dann kann man es nicht mehr lesen. Oh, gar kein Widerstand. So, gucken, was das ist. Also, wie gesagt, ich kann maximal 150 bekommen, was ich nie bekommen werde, weil man nie 100% den gleichen, nie gar keinen Fisch oder einen Fisch da drin hat. Dann wäre es 99% der Erfahrung. Bei 100 Fischen. Man kommt dann aber auch für kleinere, wie hier jetzt die Regenbogenforelle, doch noch angemessen Erfahrung. Also von meinen 150 habe ich noch fast alles bekommen. Also ich habe auch 30% mehr Erfahrung. Ja? Also ich kann es ja mal sagen. Sind insgesamt 144 Fische im Teich. 36 davon sind Regenbogenforellen. Ich hätte original 66 Erfahrung bekommen. Aber mit dem habe ich jetzt 112 Erfahrung plus 30% meiner Skill-Boni. 146 Erfahrung für die Regenbogenforelle. Aber das Geld, da habe ich auch mit der Seltenheit, aber das basiert immer noch auf der Kilogrammanzahl, also sieht man 55. So, jetzt kann man also auch hier am Betty Lake noch Geld machen. So, jetzt müssen wir das mal woanders testen. Jetzt gehen wir mal hier weg. Das waren die Regenbogenforellen. Jetzt gehen wir mal hier hin. Und so schöne Sachen wie Karuschen und Brasse und so weiter. Hier haben wir auch andere Köder. Ich teste jetzt mal so durch. Ich finde, das ist fairer, weil man, wenn man höhere Level hat, dann hat man unglaublich viel Fischfang. Die Kurve, die ist so hoch. Wollen Erbsen. Ständer. Machen wir das gleiche. Wir haben eine Menge Fisch gefangen und getestet. Ach. Das Ding hier. Man könnte die mal drin lassen. Was hast du damit fangen? Ob wir überhaupt was fangen. So, mal gucken.
wann es piept. Also man kommt doch nicht übermäßig Erfahrung. Ne? Wenn man Geld machen muss, will, dann muss man immer noch die großen Fische fangen. Also mit den kleinen Fischen macht man kein Geld. Das finde ich ganz cool gemacht. Das finde ich ganz gut. Also mit den großen Fischen machst du Geld, mit allen Fischen sammelst du Erfahrung sozusagen. Ich will noch nicht. Kämpft aber auch nicht zu sehr, ich tippe auf Karpfen. Okay, komm her. Kämpft doch ganz schön. Dann doch noch irgendwo hin. Kann man eh nichts machen. Erstmal neue Angeln haben. Weil die Sache ist die, du kannst jetzt auch, wenn du jetzt wirklich seltenen Fisch findest, dann kriegst du auch die maximale Erfahrung. Und dann nochmal die 30% für die Skill oben drauf. Dann lohnt sich das so. Und wenn du Level 20 bist, dann kannst du maximal 200 Erfahrung sammeln und so weiter und so weiter. Also bei jedem Fisch kriegst du dann mindestens 100, ne? Mindestens 100 Erfahrung, so. Dann wär's, wenn du nur 100 kriegst, das heißt, dass 50% der Fische in dem Gewässer der Fisch sind, ne? Wenn es auch wirklich knallhart machen würde, aber dann wäre es schon wieder zu fies, ne? Ich würde es ja auch nicht fies machen. Der ist groß. Der ist groß. Junge, ist der dick. Dann gehen wir nochmal weg. Ich weiß gar nicht, wohin. Können wir mal hinterherlaufen. Siehst du? Aber irgendwie gefangen, irgendwie haben wir ihn reingetüttelt. Der wollte noch wegschwimmen. Ja, den haben wir im Schwimmen gefangen. 44 Kilo, neuer Rekord. 176 Erfahrung. Aber guck mal, wie viel Geld wir für den dicken Fisch kriegen. Darum ging es mir, ne? Also, gute Erfahrung gemacht. Also, es gibt 698 Fische. Ich schätze mal, das sind alle Seen zusammen. 72 Karpfen sind in den Seen hier. Das ist ungefähr 1 zu 10. Also ein Zehntel in dem See sind Karpfen. Ja. Das heißt, wir haben 10% Erfahrung eingebüßt. Von 150 sind das ungefähr 15 Erfahrung. Das heißt, wir kriegen noch 135 mit meinem Bonus 176. Ne? Und Gewicht auch noch mal richtig reingeballert, 405. Gefällt mir besser so. Also egal was wir fangen, wir kriegen 100 Erfahrung so. Muss man hier die Dauer immer nur große Fische fangen, kann man auch kleine Fische fangen. Versuchen seltene Fische zu fangen für Erfahrung, versuchen große Fische zu fangen für Geld. So, ne? Wenn ich die jetzt mal wegnehme, dann hau da mal die kleine rein. Kann ich das auch nochmal beweisen, wenn wir hier einen ganz kleinen rausholen. Wobei die kleinen hier, die sind auch nicht selten. Das wird ja recht oft, aber wir müssen immer noch so mal die Grunderfahrung von 100 irgendwas kriegen.
Und wenn wir Level 1 sind, dann können wir maximal 10 Erfahrung bekommen, ne? Also das ist auch noch okay. Wasser. Ach nee, was das ist. Mal sehen. Genau, Karpfen, nein. Kleinauer. Also pennt. Hängt der da? Da unten ist ein Karpfen. Da haben wir sie da, 176. Ja, wir wissen ja, wie wir spielen. Es gibt aber ordentlich Geld, ne? Also du kriegst hier keine 400 Erfahrungen mehr, wie du vorher hattest, die dicken Fische. Aber man kriegt stetig gute Erfahrungen, 100. Da, jetzt haben wir die kleine. ...146 immerhin. Also Karuschen gibt es ganz viele hier im Teich. Hier haben wir noch 100... Ja, auch können wir nur 3 Dollar. Ne? Sind trotzdem unsere Erfahrung. Ja. So zieht sich das jetzt alles fort, nehme ich an. Also wir müssen jetzt nicht mehr Stress oder so, sondern einfach relax und der Level, der steigt einfach stetig. Und wir fangen. Schön die Gegend hier. Ich mag Grün. Nee. Muss aber noch testen, also Eisfischen habe ich noch nicht getestet. Gar nicht. Ah, die Karten sind weg. Okay. Das ist ein Haus. Hab ich gar nicht gesehen. Mehrere Häuser. Oh, na super. Dürfen wir nicht hier. Hier gehen wir mal mit rauf, testen wir mal, wie das erfahrungsmäßig läuft. Aber dürfte eigentlich genauso sein. Wir haben ein komplett neues Set dann. Nee, der 24 Kilo, oder? Was wollen wir denn hier fangen? Goldforellen, Zander, Bachforelle, Stierforelle.
Kanadischer Zander, Zander. Forellen. Keine Ahnung, benutzen wir die Fliege mal. So, ich meine die Steuerung. Gut, hier kann man auch Jagdtrieb machen. Ist egal, ist das beides. Okay. Hakengröße 4, ich weiß nicht, ob das zu groß ist. Lass mal 2 nehmen. 3, das kommt schon was. Bisschen bewegen. Dann mal rumjagen. Auf jeden Fall Fische hier. Rechts klicken. Ich weiß nicht, was man hier machen muss. Im Eisfisch muss man, glaube ich, gar nichts machen, nur reinhalten. Das ist auch kein Fisch. Jetzt kommt einer. Da rechts. Und noch ein Stück runter. Mal auf 1 Meter gehen. Oh, hier ist einer. Wir haben tatsächlich einen gefangen. Kann man nichts anderes machen, als den jetzt reinzuholen. Sechs Kilo. Sehe ich im Log. Hook Trout. Oh shit. Jetzt kommt er. Ich darf nicht aufs Log gucken, ich muss aufpassen. Da ist er, ein Bachsaibling. 190 Erfahrung, 6 Kilo. Ja. Okay. So, auffüllen. Angeln abbrechen. So. Ah, das war echt cool. Okay. Ja, also es ist überall jetzt noch, ne? Dann kriegst du deine meine Erfahrung. Hier wäre es genauso. Das große Fische für Geld, alle Fische für Erfahrung. Wir sind 15, wir können maximal 150 Erfahrung bekommen pro Fisch. Und das staffelt sich dann so ein bisschen je nach Seltenheit. Ich werde vielleicht auch ein bisschen Multiplikator reinnehmen, dass wir das ein bisschen weiter machen. So ein Lurk. Okay, dann tschüss.